Moin Leute und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video, wie ihr es wahrscheinlich schon mitbekommen habt. Ich höre auf. Ja, diesen Satz habe ich schon einmal gesagt, was schon eine Weile her war, wo ich dennoch nach einem Monat wieder weitergemacht habe. Doch nun ist nicht nur das letzte Projekt sehr lange her, sondern allgemein das letzte Video auf diesem Kanal wurde vor einem Jahr veröffentlicht. Diesmal weiß ich, dass meine Zeit immer enger wird und ich auch nicht mehr die Motivation habe, weitere Projekte aufzunehmen. Dass es hier erstmal keine Fortsetzung geben wird. Das letzte Video ist 12 Monate, also ein Jahr her. Ich hatte nicht gedacht, dass die Zeit so schnell voranschreitet, aber jetzt habe ich mich entschlossen, einen Schlussstrich fürs Erste zu ziehen, weil ich weiß, dass es erstmal nicht mehr weitergehen wird. Außerdem wollte ich nicht zu lange, ohne dies gesagt zu haben, wegbleiben. Der Kanal hat nicht viel in sich gehabt. Es waren immer wenig Zuschauer treu, aber auch eben keine großen Zahlen. Allerdings ist das für mich gar kein Problem. Im Gegenteil, ich fand es gemütlich und danke denen, die da waren. Insgesamt hat es mir aber sehr viel Spaß gemacht und das war der eigentliche Grund für alles auf diesem Kanal. Es war eine schöne Zeit, 4 Jahre euch unterhalten zu dürfen. Die Planung an Projekten hat mich motiviert, kreativer zu werden und meine eigenen Geschichten zu erzählen. Ich bin ehrlich, manchmal schaue ich noch alte Videos und lache darüber. Und dann denke ich mir, wenn ich das bei mir erreicht habe, dann habe ich doch eigentlich das, was ich wollte. Entertainment. Auch wenn manche Dinge nicht so klappten, wie es sollten, Versuch macht klug. Ich habe auch persönliche Stärken herausgezogen. Zum Beispiel niemals aufgeben an etwas, an was man Spaß hat. Es standen eigentlich noch Projekte wie Minecraft Space auf dem Zettel, die leider niemals ausgestrahlt wurden. Was sehr ärgerlich war, denn wir hatten alle Mühe reingesetzt, mehr als in allen Projekten zusammen. Und wir hatten Planung. Jede Menge. Leider konnten wir nie das Projekt veröffentlichen. Ich bin zwar froh über den Teaser, der sehr gut geworden ist, meiner Meinung nach, und ich schmunzel gerne mal über dieses Video. Es fehlte allerdings auch dem Team an Motivation. Die lange Wartezeiten, wir haben viel gebaut, viele Skripte geschrieben, viel zusammengefasst aus vorherigen Projekten, um daraus eine Story zu formen. Und die lange Wartezeiten haben einfach dem Team zu schaffen gemacht. Ich habe mich mit dem Team auseinandergesetzt und wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass es niemals bringen würde, uns da rein zu quälen. Es wurde entschieden, keine Projekte mehr zu machen, auch für die Zukunft. Auch wenn es für mich eine schwere Entscheidung war, verstand ich sie. Und sie hatten recht. Warum sollte jemand wie ich so viel Motivation und Planung, Mühe und Zeit hineinstecken, etwas auf einen Kanal hochzuladen, wo kaum jemand hineinschaut? Tja, das frage ich mich beim Schreiben dieses oder beim Verfassen dieser Worte auch. Allerdings fällt mir da spontan eine einfache Antwort ein. Spaß. Mir ging es nie um Fame, Zuschauer oder weiteres. Ganz im Gegenteil. Ich suchte Spaß. Ganz einfach Spaß mit den Freunden zu haben, Erlebnisse mitzukriegen. Und warum dann ein Video packen? Tja, einfach um den Spaß zu teilen und ihn später einfach wieder sich daran erinnern zu können. Außerdem fand ich so eine kleine Community recht gemütlich. Natürlich hätte ich mich um Wachstum auch gefreut. Allerdings bin ich nicht professionell und daher wäre es bestimmt auch nicht für mich sinnvoll gewesen, viele Leute zu entertainen. Ich denke, die, die da waren und die, die sich's angeguckt haben, einschließlich mir, habe ich genügend entertained. Es war nicht viel dabei. Ein kleiner Mensch wie ich mit seiner kleinen Freundesgruppe, die einfach Spaß hatten, gezockt haben,
ihre Erlebnisse geteilt haben. Und ich glaube, das war auch das, was schon immer meine Intention dahinter war. Ein Ziel gab es dennoch. Und zwar nicht nur uns den Spaß zu übermitteln, sondern auch euch. Euch zu entertainen. Ich wollte, dass die Leute lachen können. Dass es einfach mal was Schönes gibt, wo es reinzugucken gibt, wo man vielleicht nicht sieht, wie bei manch anderen mit viel drumherum, dass die durchgeskriptet sind, die Videos. Nein. Einfach, ich mache den PC an, schalte die Aufnahme an, wir zocken eine Runde Bad Wars. Natürlich sind die Projekte relativ durchgeskriptet. Allerdings nicht jedes unserer Worte. Die meisten unserer Worte kamen einfach so. Gab auch einen Moment in Minecraft Skyworld, da haben wir einfach so mal, währenddessen wir die Szene gespielt haben, sag ich mal, ist uns eine weitere Storyline eingefallen. Das war schon, das sind alles Erlebnisse, für die ich auch sehr dankbar bin. Im Großen und Ganzen ist mein Kanal zwar sehr unübersichtlich, weil auch kaum erfolgreiche Projekte dabei waren. Okay, Minecraft Teams hat ein paar Folgen eingebracht. Minecraft Underwater war wahrscheinlich das längste Projekt. Minecraft Skyworld ist ein ziemlicher Flop auch für uns geworden. Minecraft Space sollte das alles verändern. Und das hatte die Planung auch in sich. Wir hatten Skripte, wir mussten Ordner dafür anlegen, für die Skripte, die wir geschrieben haben. Allerdings nicht solche Skripte, wie ihr euch denkt, was wir sagen. Eher solche Skripte, was passieren könnte. Was wir machen können, dass es gut wird. Dass es Spaß macht. Welche Aufgaben wir machen können. Eher sowas. Also eher so den Hauptkern und alles, was drumherum ist, machen wir spontan. Natürlich sind auch nicht die Thumbnails professionell geworden. Die Projekte relativ unübersichtlich, auch wenn ich immer fleißig Playlists dafür erstellt habe. Aber es ist okay. Um ehrlich zu sein, bin ich glücklich, so wie es geworden ist. Auch mit der kleinen Community. Mit dem Spaß an der Mühe und an meiner Entwicklung. Ich würde nicht sagen, es war umsonst, denn ich kann immer wieder zurückblicken an die Zeit und an die Videos. Allerdings merke ich auch bei mir, dass es nicht mehr weitergehen kann. Auch schon aus zeitlichen Gründen und weil ich neue Dinge machen will. Mich ausprobieren und weiterentwickeln. Ich bin dennoch dankbar für diese Zeit und um selbst einen Rückblick noch einmal genießen zu dürfen, habe ich mir ein letztes Mal alle Mühe gemacht und habe mich Stunden hingesetzt, um einen schönen Rückblick zu erstellen. Ich wünsche euch demnach viel Spaß mit dem Best of Missy the Fox. Ich habe geklingelt. Kam einfach die Post. Ich habe einfach gerade ein Paket von der Post gekriegt. Alles klar? Alles. Professor? Professor Timo? Warum ist hier schon wieder ein Huhn? Das Mining-Huhn ist Was wieder ist da. noch? Klaus. Wo ist es? Ah, hier. Da, abbauen. Misi, runterbauen, runterbauen, runterbauen. Ach, kannst du behalten, brauchen wir eh nicht. Hallo Melon Yoshi und Missy the Fox. Ihr seid hier gelandet, um eine Mission zu erfüllen. Doch welche sie ist, müsst ihr selber herausfinden. Danke, danke. Also, um es Danke. zusammenzufassen, wir haben eine Mission. Wir wissen aber nicht welche. Perfekt. Ihr werdet es erkennen, wenn ihr es erkennt. Hä? Was zur Hölle? Was? Ihr werdet es erkennen, wenn ihr es erkennt. Okay. Kurz Sensei geworden, oder was? Gott, Sensei. Sensei Wu. Beschützt es. Was sollen wir beschützen? Die Truhe. Es gibt 50 Seiten. Jetzt muss ich nach hinten. Vor der Aufnahme. Ich hab's zwar auf der Aufnahme, oh mein Gott. Hä? Vor der Aufnahme, seine Leiche hat das Feld zertrampelt. Das ist nur Massentierhaltung.
Was? Sieht ja hässlich aus. Was zur Hölle? Nicht angucken. Das... Oh, es guckt nicht an. Es macht nichts, oder? Ah! Hä? Was ist denn das? Hä? Hä? Hier ist noch eins. Ich töte das mal. Lol. Das sieht ja lustig. Ey, das will ich als Haustier. Das sieht übelst cute aus. Gibt uns Essen. Das sieht übelst cute aus. Was ist das? Können wir das vermehren? Ich weiß es nicht. Das ist ja übelst eine ganz andere Welt. Hier, guck mal, komm mal her. Das droppen die. Anti-Pork. Also Anti-Fleisch. Ach, das sind Anti-Schweine. Ich habe keine Dings. Ist tot. Du hast sie? Oha, oh mein Gott. Ich hab Schlüssel. You are a truly a mighty warrior. Achtung. Ach, oh mein Gott. Guck mal. Hier rein. Oha. Oha. Blitzschwert. Lightning Sword. Oh mein Gott. Herr Rüstung. Neptune Leggings. Neptune Gloves. Walkürschaufel. Ich hoffe, Walkür und Schuhe. Gib mir mal das Schwert. Warte mal. Hey, ist das stärker als eine Dierrüstung? Nee, es ist genauso stark. Alter, wie guck mal. Also, das ist. Dumm siehst du nur aus. Da oben ist genau dasselbe Ding drauf wie da innen. Ich bin raus. Das war's, Leute. Gute Nacht. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hab's abgebaut. Ich hab jetzt mit dieser Sache. Gut. Und, Alter, warum macht der Schab 10.998 Attack Damage? Warte mal, kann ich dich einmal damit hitten? Nein. Warte. Du musst jetzt dran leiden, sorry. Der Sharp kann sich abnutzen. Oh. Warum kann der Sharp sich abnutzen? Melon Yoshi, was hast du getan? Ich hab nichts getan. Was ist das? Das ist ein Portal. Das ist dieser Zeitriss. In der letzten Folge hab ich nämlich gelernt von Melon Yoshi, also Melon Yoshi hat mir was erklärt. Es gibt Zeitrisse, wenn man zu viel Flux hat oder so. Das war schon. Und wir wollten nicht diesen Zeitriss entstehen lassen, weil er wirklich alles aufreißen kann. Und jetzt kommst du hier an und hast hier einen Zeitriss gemacht. Ich habe keinen Zeitriss gemacht. Wie kriegt man das Ding weg? Das wird unsere ganze Insel auseinandernehmen. Professor Timo? Und hör auf mit dem kleinen Dings zu spielen. Warum? Der hat dir gar nichts gemacht. Ja, dann hüpfen wir mal rein. Tschüss. Ciao. Warum ist hier eine Kiste? Weiß ich nicht. Lass da mal reingucken. Oh, was ist das? Golem. Iron Taumium. Ah, das ist bestimmt ein Geschenk von Professor Timo. Der hat da auch so einen kleinen Golem. Echt? Welchen willst du? Eisen. Okay, dann nimm dir den Eisen. Ich nehme den Taumium. Okay. Da. Tschüss, Timo. Ja, aber hier ist auch ein Knopf. Das ist ja der die Tür aufmacht. Also. Okay, ciao, Timo. 3, 2, 1. hat ja gut funktioniert. Meine Leiche ist weg. Ich habe keine Items mehr. Ja, gut. Wie jetzt deine Leiche ist weg? Ich bin ins Void gefallen. Oh, stimmt, wir haben ja Leichen. Meine Leiche ist im Void halt drin. Ja, ne? Die Zeitmaschine hat schon wieder nicht funktioniert. Das ist sehr, sehr ungünstig, ey. Also, entweder Professor Timo wird von uns zu schlecht bezahlt, das Ding zu bauen. Essen gefunden. Das ist echt riesig. Also, was der hier sich für Freizeit genommen hat, ey, da denke ich mir auch nur so. Oh Gott, wo gehst du denn da hin? Da würde ich an deiner Stelle nicht runtergehen, aber du kannst ja mal gucken, was da so Schönes ist. Da ist ein großes Loch. Da ist ein... Ja, so kann man sagen. Jetzt mache ich hier mal weg. Wie hat er das gemacht? Frag mich nicht, du. Du müsstest eigentlich besser wissen, weil... Wir kannten ihn hier noch nicht. Wir kannten ihn noch nicht, als er das gemacht hat. Aber komm, wollen wir mal runter zum Loch gehen? Komm, geh mal runter. Was ist das? Das ist der Teleporter. Das fette Ding.
Da muss. Ja, komm mal mit. Muss sowieso noch ein bisschen Müll entlernen. Eignet sich gut. Aber werft niemals Müll irgendwo runter. Wenn dann den Mülleimern. Sodass es gut entsorgt werden kann. Ach, diese miesen Viecher. Aber dieses Loch führt ja sowieso ins Nichts, also naja. Was? Das wirst du gleich sehen. So. Ja. Lebensgefahr steht da schon. Lebensgefahr betreten. Moment. Drehen ist strengstens verboten. Lebensgefahr. Ja, du hast eine gute Rüstung, oder aber nicht. Ja, komm einfach runter. Sie selbst. Hast du deine Rüstung ausgezogen? Ja, ich hatte sowieso nur einen Helm. Da, geh runter. Sieh es dir an. Tada. Das Loch. Was ins Nichts führt. Du könntest ja mal ausprobieren. Ja. Weg. Oh Gott, nee. Da geh ich nicht hin. Ja, das ist schon krass, ne? Also. So ein Loch, was ins Nichts führt. Warum macht er sowas? Ich glaube, das war mal so ein Experiment oder so, hat er, glaube ich, jedenfalls davon erzählt. Das wird heute Grundgestein erforschen oder ja, so. Ja, irgendwie sowas. Der Typ kann anscheinend nicht mehr alleine laufen, aber er hat sehr starke Muskeln, denn er kann sich in der Luft halten. Während des Sitzens. Boah, Edison ist ein Teleporter. Kann man nicht. Boah, ist er? Nicht. Okay. Ist das schwer. Man kann Steine nicht abbauen, schade. Der ist schwer geworden, du. Boah. Ja, der hat auch, ein bisschen was gegessen und was ist der überhaupt? Ah, Edison. Moin, du brauchst dich nicht in die Ecke. Ach, egal. Hier, willst du ein paar Orangen haben? Hier. Wie funktioniert das jetzt? Ja, jetzt muss ich erstmal die Anleitung lesen. Warte mal. Okay, erstmal eine Orange. Hier habt ihr alle Orangen. 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 Edison ist Orangen. So. Es geht nach Hause, Edison. Zu wohl, ja. Hä? Da hättest du mir ruhig mal sagen können. Das. Reden wir zu Hause. Warte, was? Hä? Das Buch hat sich auf einmal in Stein verwandelt. Hör, jetzt ist es wieder da. Hä? Was? Jetzt habe ich einen Stein und ein Buch. Hä? Was passiert? Ja, wir bauen einfach Strohhütte. Wir bauen ein Strohhaus einfach. Einfach so ein kleines Strohhaus. Kartoffeln für alle. Oh. Wofür brauche ich Kartoffeln? Ich will meinen Stroh wieder haben. Nein! Hä, das ist mein Stroh. Achso. Das ist mein Stroh. Ja gut, dann baue ich halt hier meinen Stroh. Das ist dein Stroh. Ah, ich habe keinen Stroh mehr. Dann musst du jetzt damit leben. Du hast Stroh in der Hand, meine Fresse. Ja, aber nur ein Stroh. Jetzt geht ins Bett, Leute. Vor dem Schalten auf den nächsthöheren Gang Fahrzeug beschleunigen, Gas wegnehmen und gleichzeitig auskuppeln, Gang herausnehmen und Schalthebel leicht in Richtung des nächsthöheren Ganges drücken. Weil wir jetzt wieder sterben. Und es ist... Also Fallschirm öffnet sich automatisch. Muss ich es in der Hand haben? Ich glaube nicht. Okay, drei. Muss noch hab ich alles? Schließen. Drei, zwei, ich hoffe schon. Eins, go. Das ist eine Creative-Dope. Achso. Ach, du gehst nicht aus dem... Hallo, bist du das? Ja. Oh. Starke Leistung, echt krank. So, bist du bereit? Und raumst du wieder. So, kannst wieder. Oder? Eins. Go. Melon Yoshi? Bist du das? Ja. Ja. Bist du. Hallo? Okay, unter dir. Unter dir. Hi. Hä? Oh mein Gott. Mach reden, das funktioniert nicht. An kein Fallschadenmodul. Es gibt Schuhe. Ist das mal creative? Stimmt wirklich. Was machen wir denn?
Wir fallen vom Himmel, aber ins Wasser. Ich kann ja nichts dafür, Alter. Wie viele Items hier unten liegen? Kannst du mal bitte alle Items aufsammeln? Alter. Warum liegen hier so viele Items? Wir hatten doch nur die Rüstung. Dass wir natürlich auch das Wasser treffen. Dass wir natürlich auch das Wasser treffen, gerade so. Aber. Lonioshi? Keine Ahnung. Ah, da! Ja. Hier! Hey! 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 Wo bist du? Da, unter dir! Oh mein Gott. Wo? Oh. Ah. Achtung! Aua. Aua. Au. Was ist zusammen? In diesem Wasser kriegt man Schaden. Ja, nun ist das Ende erreicht. Die letzten Minuten des Kanals. Ich weiß nicht, was die Zukunft bereithält. Vielleicht geht es ja in ein paar Jahren weiter. Ich hoffe, euch hat dieser Rückblick noch einmal sehr viel Nostalgie und Spaß bereitet. Mir definitiv. Allerdings habe ich mich dennoch dazu entschlossen, Tschüss zu sagen und euch zu danken für alle, die dabei waren, Unterstützung gegeben haben und meine und unsere Mühe und Zeit gewertschätzt haben. Ich danke euch allen vielmals. Auf Wiedersehen. Haut rein, Leute, und ciao.